Okay. Hello to my brothers and sisters in the world, liebe deutsche Landsleute im In- und Ausland. This film is in English and in German. The English speakers will be served first. Dieser Film ist in Englisch und in Deutsch. In Englisch zuerst. I want to inform you that I support a legal accusation against the German government because of high treason. This is because the government, including Chancellor Merkel and all of her ministers, are handing over the national sovereignty of Germany to an undemocratic organization calling itself the European Union. This governmental action is forbidden by the German Grundgesetz in several articles. High treason in our law is defined as using violence to remove the democratic organization of the state. The Merkel administration uses its power of the state media and their associated private media corporations such as Bertelsmann Corporation, Springer Verlag and others, to silence the democratic opposition of the European Treaty of Lisboa and to deconstruct the democratic German state and replacing it by a non-democratic organization serving economic interests of a few corporations only, but not the people interests and their legal democratic rights. The abuse of media power and the silencing of the legal opposition in the media of the state is, in my opinion, violence. In fact, no country of the coming EU totalitarianism will have any significant or fundamental rights to reign itself through the will of the people. But the will of the people is the fundamental of every democracy. It is ignored by the European Union and, as far as Germany is concerned, the German government too. You can follow the link list at the end of this video to read about the concerned laws and the charge because of high treason. Liebe Landsleute im In- und Ausland, ich möchte Sie darüber informieren, dass ich eine Strafanzeige gegen die Kanzlerin Merkel, ihre Regierung und verschiedene andere Personen wegen Hochverrats unterstütze. Sie können sich am Ende dieses Videos anhand der dort gezeigten Linkliste informieren über die Strafanzeige selbst, ihre Unterstützungsmöglichkeiten und die in diesem Fall anzuwendenden Gesetze. Wir können einem Gerichtsentscheid nicht vorgreifen, sind aber der Überzeugung, dass es sich in diesem Fall um Hochverrat gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands handelt. Hochverrat ist definiert im Strafgesetzbuch. Ich zitiere Artikel 81 aus dem StGB. Hochverrat gegen den Bund. Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt, erstens den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder zweitens, die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren. Mein Kommentar dazu. Der Gewaltbegriff ist heute zu Recht weiter gefasst als der der unmittelbaren physischen Gewalt. Es gibt institutionelle Gewalt. Auch der Weiße Ring spricht in seinen Informationsmaterialien davon. Es gibt Mobbing, Ausgrenzung, Diskriminierung, Psychoterror, Unterdrückung. Auch diese Handlungen sind Gewaltakte gegen Menschen. Es gibt auch das Gewaltmonopol des Staates. Aber die diese Gewalt vollziehenden Beamten sind durch ihren Diensteid nicht an die jeweilige Regierung gebunden, sondern an die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Es gibt die subtile institutionelle Gewalt, die durch den Einfluss der Regierung und der sie tragenden Parteien
in den Staatsmedien und den Staatsorganen wie Polizei, Gerichten, Bundeswehr, Geheimdiensten wirkt. Weiterhin wird in den Ämtern und Verwaltungen des Bundes Gewalt ausgeübt. Sie, die institutionelle Gewalt, ist schwer nachzuweisen. Wie Noam Chomsky in einem Interview mit Le Monde Diplomatique erklärte, aber sie existiert. Diese subtile Gewalt ist existent als mächtiger Einfluss der Parteien auf die Willensbildung der Intendanten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, der Chefredakteure und der Redakteure hinsichtlich der ausgestrahlten Programme, ihrer Inhalte und das Verhalten der Beamten und der Richterschaft. Schließlich gibt es auch die Androhung von unmittelbarer physischer Gewalt, nämlich der Todesstrafe, gegen Menschen im EU-Verfassungsvertrag, wie wir bei Professor Schachtschneider, dem profiliertesten Völkerrechtler Deutschlands der Uni Erlangen, lesen können. Wie weit der Begriff der Gewalt in Westeuropa gefasst ist, ersehen wir aus dem Oxford Advanced Learners Dictionary, der zum Begriff Violence folgenden Beispielsatz gibt. It would do violence to his principles to work on Sundays. Übersetzung: Es würde seinen Prinzipien Gewalt antun, sonntags zu arbeiten. Liebe Landsleute, eine Linkliste zur eigenen Recherche wird am Ende dieses Videos eingeblendet. Ich verweise auch nochmals auf die Filmbeiträge bei YouTube, in denen Professor Schachtschneider seine Argumente gegen den Lissabon-Vertrag in einem öffentlichen Vortrag, der in Österreich stattfand, erläutert. Sie können einfach EU-Verfassung in die Searchmaske bei YouTube eintragen und dann werden Sie auf die Filme verwiesen. Bitte unterstützt diese Aktion im Interesse unserer Freiheit und der anderer Menschen. Noch haben wir die Wahl. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.